Wir fahren heute von Sentinel de las Bodegas nach Arcos de la Frontera. Eine schöne Fahrt durch die Berge mit viel Olivenhainen, viel Grün und schönen Flüssen und Fincas. Wir kommen nach Arcos de la Frontera, eine Stadt in der Provinz Cádiz in Andalusien. Arcos ist der Hauptort der weißen Dörfer, also der Pueblo Blancos. Vor allem die Altstadt, die auf sehr steilen Felsen oberhalb des Flusses Guadalete liegt, ist eine Touristenattraktion. Wir haben den höchsten Punkt erklettert, den Torre der Basilika Santa Maria de Asunción. Ziemlich anstrengender Aufstieg durch einen ganz schmalen Gang, eine ganz steile Treppe. Aber man wird entlohnt, wenn man oben ist, mit dieser grandiosen Aussicht. Der Turm ist rechteckig und nach allen Seiten offen mit einem Balkon. Und du hast die Möglichkeit, auf alle Seiten die Gegend, die weiße Stadt, alles genau anzusehen. Man bekommt auch so ein bisschen einen Überblick über die Größe und die Art, wie hier gebaut und gelebt wurde. Der Campingplatz Lago di Arco liegt übrigens gerade gegenüber am See. Sehr gut gelegen, um vom Platz aus Arcos de la Frontera zu besuchen. Es ist auch möglich, mit dem Bike das zu machen, nur es ist irgendwie eine spanische Gewohnheit, dass man durch jede Gasse und sei sie noch so schmal mit dem Auto durchfahren muss. Wir haben natürlich die Basilika Santa Maria de la Asunción auch von innen besichtigt. Ein sehr pompöses Werk. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut und ist so etwas zwischen maurisch und gotisch und hat sehr viele Altäre. Wir haben etwa 6 Altäre gesehen. Eine sehr schöne, pompöse Orgel. Und auch sehr viele Reliquien, die hier in dieser Kirche aufbewahrt werden. Arcos wurde bereits von den Iberern im 7. Jahrhundert gegründet und war in römischen Zeiten als Arca Briga bekannt. Iberer waren eine Stammesgruppe, die in frühgeschichtlicher Zeit die iberische Halbinsel bewohnte. Arcos de la Frontera war Teil des muslimischen Territoriums Al-Andalus. Später des Emirats von Córdoba und des Kalifen von Córdoba. Nach dessen Ende wurde das Gebiet Taifa von Arcos unabhängig und die Stadt Mitte des 11. Jahrhunderts von den Abbadiden aus Sevilla annektiert. Im Jahr 1263 wurde sie von den Christen erobert. Bis zum Fall von Granada blieb die Stadt im Grenzgebiet zwischen Christen und Mauren. Daher der Namensteil de la Frontera, Spanisch an der Grenze, der bis heute daran erinnert. Nach der Rückkehr ins Christentum sind die hier anwohnenden Großgrundbesitzer sehr reich geworden mit ihren Ländereien. Und das ist heute noch in den Bürgerhäusern in der Stadt zu erkennen. Es ist natürlich wie immer, wenn man eine solche Stadt besucht, der Tourismus ist allgegenwärtig und
Solange nicht so viele Leute da sind und der Platz genug groß ist, spielt es ja eigentlich nicht so eine große Rolle. Und hier in Arcos de Frontera war das der Fall. Man hatte genug Platz und es hatte nicht an jedem Ecke eine Kolonne. Es ist wahrscheinlich auch so, dass man in Arcos de la Frontera schlecht mit einem Autocar ankommen kann, weil man nicht hochfahren kann. Die Gassen sind zu schmal. Also müssten die Touristen da hochlaufen und für das sind die meisten wahrscheinlich nicht geeignet. Und darum hat es wahrscheinlich meiner Meinung nach weniger Touristen. Aber sehenswert ist Arcos de la Frontera auf jeden Fall. So, das war ein wenig über Arcos de la Frontera. Wir bleiben noch ein paar Tage hier und fahren dann weiter nach Portugal. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht schaut ihr wieder mal einen anderen Film von uns an. Alles Gute und schöne Zeit. Danke. Tschüss zusammen.